Wir wollen über die Kultur sprechen und die Vielfalt in der Kultur. Und zwar auf den verschiedenen Ebenen, nämlich einmal Vielfalt in der Kultur in den Programmen und in dem Publikum, aber auch wiederum dem Arbeitsplatzkultur. Also beides ein bisschen wie gestern in den Medien, wo wir auch gesagt haben, das eine ist natürlich der Arbeitsplatz, aber dann auch, wie spiegelt sich die Menschen, die dort arbeiten in den Institutionen, in den Programmen und in dem Publikum, was sie dann schließlich herbeilocken. Dafür darf ich Ihnen vorstellen. Ganz rechts Matthias Schulz, den Intendanten der Staatsoper unter den Linden. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Genau, ganz links Herrn Professor Stefan Weber, der Direktor des Museums für Islamische Kunst. Auch vielen Dank, dass Sie da sind. Rechts von mir Ben Gibson, der Direktor der Deutschen Film- und Fernsehakademie hier in Berlin am Potsdamer Platz. Genau. Und Esra Küçük, eigentlich Hausherrin, muss man sagen. Hier, sie ist nämlich die Geschäftsführerin der Stiftung Allianzforum Kultur. Na, ich muss es richtig Allianz sagen. Allianz Kulturstiftung, genau, schon durcheinander. Insofern, dieses ist Ihr Arbeitsplatz, wenn ich es richtig sehe. Ja. Genau. Aber vorher war sie auch noch viele Jahre am Maxim-Gorki-Theater tätig und kann uns auch davon berichten. Also wir haben quasi aus der Oper, aus dem Film, aus dem Museum und aus dem Theater bzw. dem Stiftungswesen hier Panelisten, die uns was erzählen können. Deswegen fange ich mal gleich an, Herr Schulz. Sie haben ja... Wir haben gesehen, Sie haben da einen sehr jungen Chor, das ist ganz wunderbar. Ihr Publikum ist in der Regel nicht ganz so jung, nehme ich an, nicht wahr? Wissen wir von unseren Besuchen in der Staatsoper, dass das Publikum nicht ganz so divers, jedenfalls was das Alter angeht, ist. Was tun Sie, um jüngere und andere Gruppen in die Oper zu locken? Also es ist, da muss ich mittlerweile, muss man fast entschieden widersprechen. Zum einen gibt es ja, versuchen wir natürlich wahnsinnig viel Jüngere in Kontakt zu bringen und entscheidend ist, dass man mal... ja, im Kindesalter in Kontakt kam, da gibt es ja Phasen im Leben, wo man tatsächlich weniger Zeit hat für solche Veranstaltungen und dann kommt man, denke ich, später auch immer wieder zurück. Und da ist es einfach mal ganz wichtig, dass wir Dinge machen, die zu einer Ergänzung zu den Ausbildungsinstitutionen funktionieren. Weil wir können nicht das ersetzen, was eigentlich in den Kindergärten und Schulen passieren sollte, also was, wenn es um Interesse von Kultur geht. Was wir machen können, ist halt dann so eine internationale Plattform anbieten. Was wir machen können, ist, sozusagen die Kinder mal dem Alltag zu entheben und irgendwie etwas Besonderes zu erleben in Ergänzung. Und da sind halt unsere Jugendarbeit, wie dieser Jugendchor, den wir erlebt haben, ist da extrem wichtig. Wir haben ein Opern-Kinderorchester, was mit allen 12 Musikschulen, bezirklichen Musikschulen zusammen entstanden ist. Es gibt aber dann auch, ja, Angebote für unter 30-Jährige, also der Preis ist mittlerweile kein Grund mehr, nicht in die Oper zu gehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Klassik-Card, wer sie kennt, da kann man für 10 € kann man wirklich die tollsten Dinge sehen. Und wir versuchen das natürlich, es gibt auch so eine Aktion Staatsoper zum Kinopreis und all diese Dinge. Und da versuchen wir natürlich extrem Interesse zu wecken und mit den Ausbildungsinstitutionen gut zusammenzuarbeiten. Mhm. Also es passiert einiges, was das Publikum angeht, die Diversität des Publikums, was das Alter jetzt betrifft. Ich gehe mal gleich an Frau Küçük. Sie haben ja beim Maxim Gorki im Theater auch immer wieder Untersuchungen durchgeführt, wer zu Ihnen kommt. Und Sie haben ein ziemlich diverses Publikum im Vergleich zu anderen Kulturinstitutionen. Worauf kommt es an, um dieses zu erreichen, um mehr Menschen, sag mal, mehr und andere Menschen in die Kulturinstitutionen zu bringen? Ja, gute Frage. Erstmal vielen Dank für die Frage. Ich glaube... wir haben ja auf dieser Tagung, wurde ja auch schon viel über das Thema interkulturelle Öffnung gesprochen. Und ich glaube, wo es stark drauf ankommt, ist ja dann die Umsetzung. Ich glaube, viel wurde hier schon besprochen, dass klar ist, dass der Wille dafür an verschiedenen Stellen da ist und auch schon in der Vergangenheit da war. Dann geht es ja um die Frage von Implementation, dass man nicht nur den Eindruck hat, eine echte diversitätsorientierte Strategie für eine Einrichtung, dass sie einfach daraus besteht, eine gute Kommunikationsarbeit zu machen, sagen wir mal, die Programme, die man macht, auch ins Englische zu übersetzen. Das heißt, man erreicht auch andere Gruppen oder Werbung auch in anderen Stadtteilen zu machen, plakatieren und so weiter. Oft wird das ja für so eine Kommunikationsmaßnahme gehalten. Ich glaube, was das Gorki-Theater gemacht hat, ist zu zeigen, wie es konkret und konsequent umgesetzt werden kann in Personal, Programm und dann erst ins Publikum, was dann sozusagen automatisch folgt, wenn Personal und Programm sich entsprechend aufbauen. Konkret hieß das damals in der Gründung des Gorkis unter der jetzigen Intendanz von Shermin Langhoff, dass konsequent das Ensemble, das deutsches Theater spielt,
zusammengesetzt war, aber eben von Schauspielerinnen und Schauspielern, die überall herkommen, aber ihren Schwerpunkt im deutschsprachigen Theater dennoch haben. Das heißt, es wurde gezeigt, wie man auch damit arbeiten kann. Wenn es, das heißt ja, ist es ja oft, wenn der Wille da ist, oft dieses, wird oft genannt, aber es gibt ja niemanden. Wir würden ja die Person einstellen und wir haben ja auch auf unsere Bewerbungsunterlagen geschrieben in der Ausschreibung, Menschen mit Migrationshintergrund dürfen sich bewerben oder sollen sich, sind herzlich willkommen, sich zu bewerben. Aber ich glaube, der große Unterschied zwischen solchen Willensbekundungen und es einfach zu tun, dass Gorki redet auch nicht von sich aus so viel darüber. Es tut es einfach. Und ich glaube, wenn diese Einrichtungen, die dann für ihr Programm auch stehen und ihre Programmatik, die brauchen auch solche Ausschreibungen nicht mehr, wo dieser Zusatz steht. Das ist dann ohnehin klar, dass man damit gemeint ist. Und ich glaube, das ist ganz viel die Frage, fühlen sich, wir haben gerade das Thema Jugendliche gehört, fühlen sich Jugendliche gemeint durch diese Institution? Fühlen sich die Gruppen, über die wir sprechen, die wir ansprechen wollen, gemeint auch durch das Programm? Und ich glaube, da muss man ganz viel in der Programmatik verändern. Genau, und fühlen sich diejenigen, die potenziell spielen, also die Schauspieler in dem Falle, die Journalisten waren es gestern, da hatten wir nämlich das Thema auch, es bewerben sich nicht genug mit entsprechendem Hintergrund, was können wir tun, damit die sich bewerben, fühlen sie sich gemeint. Und das ist offenbar beim Maxim Gorki Theater gut gelungen. Ich richte mal die Frage an Herrn Professor Weber, der sich aus, ich glaube, aus dem trotz seiner Erkältung hierher geschleppt hat. Vielen Dank dafür, denn er hatte eigentlich noch heute Morgen abgesagt und wir haben ihn umgestimmt, glaube ich. Also vielen Dank. Was Sie nun Direktor des Museums für Islamische Kunst, ist ja jetzt nicht irgendein Museum. Und da haben Sie nämlich ein Projekt, wo Sie versuchen, also ein sehr, sehr prominentes, gewordenes Projekt, mit dem Sie andere Kreise erschließen, sowohl als Führer als auch als Publikum. Vielleicht ja. Erzählen Sie uns ein bisschen was davon. Also erstmal kann ich sagen, dass alles, was jetzt, wenn es Unsinn ist, dann liegt es an der Erkältung. Also wir haben versucht, eigentlich in der Zusammenarbeit mit Syrern, wir haben ein großes Projekt gehabt zur Dokumentation syrischen Kulturerbes, und haben natürlich syrische Fachleute eingeladen mitzumachen, auch in Arbeit gegeben am Museum und damit natürlich eine tolle Steigerung auch der Kompetenz in diesem Bereich bekommen. Und haben dann im Zusammensetzen überlegt, was können wir machen, denn als die Flüchtlingswelle, die Zeit war, so viele Menschen nach Deutschland kamen, hatten wir selber im Bekannten- und Freundeskreis viele, die rumsaßen und nicht wussten, was sie machen sollten. Die warteten auf ihre Verfahren, hatten keine Arbeit, hatten ihre Sozialkontakte nicht mehr wie früher und auch natürlich das soziale Standing nicht mehr und vor allen Dingen keinen Sinn mehr im Leben dahingehend, dass man etwas Sinnvolles tun kann für sich. Und haben wir überlegt, wie können wir die wenigstens ein paar anstellen und zu sagen, ihr könnt hier mitarbeiten und könnt führen in Arabisch, das ist eure Muttersprache. Und hatten eigentlich gar keine andere Chance, als zu sagen, ihr entscheidet selber. Wir haben noch mehrere Museen eingeladen, also das Deutsche Historische Museum, Vorderasiatische Museum, Bode-Museum. Und die entscheiden selber, welches Museum, welche Stories, welche Objekte. Und haben wir das gemacht, was uns normalerweise sehr schwer fällt, nämlich die Deutungshoheit abzugeben, andere Geschichten zuzulassen. Und das war wirklich in diesem Moment das Einzige, was wir tun konnten. Und es wurde so belohnt, dass wir gemerkt haben, nur mit diesen Personen, denen wir eigentlich ein bisschen Arbeit und Hoffnung und Anlaufstation geben wollten, dass insgesamt 17.000 Geflüchtete mittlerweile ins Museum gekommen sind, ein, zwei Stunden blieben. Ich habe selber lange in Syrien gelebt. Museumsgang ist keine normale Freizeitbeschäftigung. Sodass die Personen kamen, ein, zwei Stunden blieben und die Guides, die 24, etwas geschafft haben, was ich niemals, auch wenn ich die Sprache spreche, nie schaffen würde, nämlich etwas aus der einen Wirklichkeit in die andere Lebenswirklichkeit zu übertragen, zu besetzen. Also nicht nur die sprachliche Kultur, die sprachliche Übersetzungsfunktion, sondern auch die soziale Übersetzerfunktion. Und das ist etwas, diese Kompetenz hätten wir nicht die Personen mit rein ins Boot geholt. Und inzwischen hat sich das europaweit ausgebreitet. Wir haben mal so ein Netzwerk von 10 Museen, machen das jetzt bundesweit und im Januar fangen wir an und haben auch natürlich jetzt die Herkunftsländer, nämlich gerade zwei Projektkonzeptionen für Bagdad und Aleppo. Wir arbeiten sehr stark zu Aleppo, wo wir es auch umsetzen wollen. Und das Tolle ist natürlich, die Guides sind inzwischen im Leitungsteam, stellen das Leitungsteam und haben ihren Platz bei uns gefunden.
Genau, das wäre noch eine wichtige Frage. Sind Sie quasi wie im Journalismus freie? Ja, natürlich sind Sie frei. Sie haben keine festen Stellen für diese Guides. Ja, das zeigt ja ganz klar. Also wenn man sieht, also natürlich im Museum würde ich sagen, gibt es sehr viele mit Migrationshintergrund, aber wenn man genau hinguckt, ist das der outsourcete Sicherheitssektor, die Guards. Bei uns haben wir das Glück, dass durch die Programme wir von den 50 Leuten bestimmt die Hälfte, ich habe es nicht durchgezählt, mindestens die Hälfte hat verschiedene Herkünfte. Wir haben es aber natürlich nicht geschafft, immer die wichtigen Stellen, nämlich die Wissenschaftlerstellen, die auch besser verdienen, zu besetzen. Wir haben von den Wissenschaftlerstellen aber nur durch Projektmittelgelder ungefähr ein Drittel so besetzen können. Haben das Strukturproblem, dass dieser Run durch die Institution, durch das Universitäre, dann die Abschlüsse noch nicht immer so stattgefunden hat, wie man sich das wünscht. Das ist eine Frage der Zeit, der Förderung und kann man leider auch nicht ad hoc machen. Das kann man leider nur mit dem Programm ganz gut hinkriegen. Und Sie schreiben in Ihre Stellenausschreibung rein, soweit ich das beobachtet habe, ne? Wir begrüßen die Bewerbung von Menschen mit Migrationshintergrund. Das sowieso. Das sowieso, genau. Genau, jetzt frage ich Sie, der Sie den Blick von außen haben. Sie sind nämlich Sie kommen ja aus London. So, ja. Das heißt, Sie haben Ihre Vergleichsfolie. Herr Gibson ist London. Und wir machen mal unseren Blick etwas weiter, was das betrifft. Gucken mal über unser Berlin hinweg. Wie beurteilen Sie das, wenn Sie aus London schauen auf die Berliner Kulturlandschaft? Sie kamen hierher. Sie waren, das ist eine große Frage. Was ist, Erstmal ein kleines Vorbereiten. Ich bin ein bisschen mehr als zwei Jahre hier in Berlin. Ich bin eine dieser neuen Ausländer in der kulturellen Landschaft und meine ganz neue dritte Sprecher ist Deutsch. Und dann, wenn wir in einer Mischung zwischen Englisch und Deutsch reden, das ist ein bisschen weniger peinlich für alles und mir auch. Aber ich brauche keine Übersetzung, ich verstehe fast alles, aber ich will ein bisschen Englisch reden. Die Kulturlandschaft in Berlin ist sehr, sehr interessant und sehr komplex für ein Mann aus London, weil ich bin in Notting Hill geboren in den 50er Jahren und dann ist es nicht so einfach, eine Welt in einer Großstadt so divers zu finden in der ganzen Welt. Und dann komischerweise in Berlin gibt es diesen Momenten, wo ich bin schade, dass es gibt nicht so viel Kolonial Geschichte für die Deutschen, weil es ist sehr hart, eine moderne 21er Großstadt zu bauen. Das ist ein bisschen weiß und nicht so so internationaler for the North and South. So that's my experience. But yes, okay. The other thing is that the effort of Berliners to make a Großstadt and to think about Weimar and to think about 68 and is very energetic and powerful, and that's a good thing for diversity. This international thing is very big. We could talk about language. Mm. Language will be very important, weil this is so wichtig, dass alle diese neue Berliner hat eine Attitude, wo der Sprache ist sehr wichtig für ganze der Zukunft von der kulturellen Raum, aber gleichzeitig das Beispiel von der Französisch vor 60 oder 100 Jahren war, wir sind die Französisch und wir reden nichts im Publikum auf Englisch. Und das war nicht komplett erfolgreich für them. So that's one of the questions about diversity here. Genau, Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, aus Ihrer Perspektive als Londoner erscheint Berlin eben noch sehr weiß und die Anstrengungen der Kulturinstitutionen bunter zu werden, erschienen Ihnen, wenn ich Sie richtig verstanden hatte, sage ich mal etwas so wie herablassend, wir lassen jetzt mal die anderen mitspielen, ja, in dem Sinne. Alles ist immer kuratiert und wir bemühen uns jetzt darum,
aber es hat nichts natürlich Gewachsenes, so hatte ich Sie verstanden. Ja. Genau, deswegen frage ich jetzt nach, weil wir ja hier in einem Publikum sitzen, was überwiegend aus Unternehmen kommt und nicht aus Kulturinstitutionen. Weil einerseits denkt man bei der Kultur, die sind ja, sag ich mal, von Natur aus, sage ich mal, divers, die brauchen keine Maßnahmen in dem Sinne, die brauchen keine Programme, keine Pläne, keine Zielvorgaben oder so. Da läuft das von alleine. Andererseits muss man sich dann auch messen lassen an der Frage, wie weit sind wir denn in dem Bereich? Braucht die Kultur auch irgendwelche stärkeren Vorgaben, Zielvorgaben, Maßnahmen, Programme oder kann man das, sage ich mal, dem natürlichen Gang der Dinge überlassen? Ja, das kommt darauf an, ob man zufrieden ist mit dem, wie es momentan ist und auf welches Mittel man dann zurückgreift. Also es gibt deutschlandweit, ich glaube, 2 Intendantinnen von deutschen Theatern. Wenn wir jetzt das Gorki als Beispiel gesagt haben, wo es gut läuft, muss man gleichzeitig, um auch mal zu sagen, was bedeutet gut läuft, wir kennen die Zahlen über die Zuschauerinnen und Zuschauer durch die Kulmon-Befragungen. In Berlin weiß man sozusagen, wie das Publikum beschaffen ist, sozioökonomisch und von biografischen Aspekten her. 20% des Publikums des Gorki-Theaters hat einen Migrationshintergrund. 20%. Das heißt, es spiegelt nicht mal den Anteil in der Bevölkerung wider. Und damit ist es das diverseste Theaterpublikum Berlins. Also das muss man nochmal, wenn man von außen auf Berlin guckt und sagt, ah, ist ja so eine... Ich mag diesen Begriff nicht, aber der wird ja von außen manchmal verwendet, so eine Multikulti-Stadt, da ist ja irgendwie und das Gorki. Aber wenn man dann sich die Zahlen anguckt, sieht man, wie lange so etwas dauert. Natürlich sind die Zahlen auch sozusagen von 0, so und so viel dann auf 20% gestiegen. Das ist sozusagen in den letzten 4, 5 Jahren schon dann wiederum beträchtlich gewesen, aber dennoch verglichen. Und wenn man sich die Altersstruktur anguckt, ist der Durchschnitt der Zuschauerinnen im Gorki 40. Das heißt, wenn man so denkt, total die jugendliche Bude, ist es halt eben auch nicht. Und mit 40 ist es schon eines der jüngsten Publikums in Berlin. Das heißt, das Publikum messen wir schon, darum erzähle ich gerade von dieser Kulmon-Befragung. Wir haben aber solche Monitorings nicht im Bereich Personal, nicht im Bereich Programm. Und es ist auch für den künstlerischen, kulturellen Bereich, finde ich, nicht der richtige Sektor, um über sowas wie Quoten zu sprechen. Es geht um künstlerische Qualität und Praxis, das ist klar. Das ist sozusagen der Grundkonsens, von dem wir kommen. Aber dennoch, wenn ich es mir aus der heutigen Perspektive angucke, hat sich meine Meinung ein bisschen dazu verändert, im Gegensatz von vor 3, 4 Jahren. Vor 3, 4 Jahren hätte ich gesagt, Quoten oder so klare Kennzahlen ist für den Kultursektor keine richtige Größe. Wenn ich jetzt aber schaue, und das ist der Punkt, den ich vorhin machen wollte, es mangelt nicht am Lippenbekenntnis, sondern an der konkreten Umsetzung. Wir hatten ja auch Frau Wittmann-Mautz gestern hier, wir kennen alle die nationalen Aktionspläne, wir sehen aber die Verwaltung, ist der Bereich, wo es am wenigsten Vielfalt gibt, wenn wir uns die Zahlen angucken. Das heißt, ich sehe eine Dissonanz zwischen der Willensbekundung und der echten Umsetzung. Wenn ich mir dann anschaue, wir haben Frauenförderpläne in Kultureinrichtungen, das sind keine harten Kennzahlen, sondern das sind sozusagen Versuche, dass Kulturinstitutionen dazu berichten müssen, wie sie Frauen fördern. Wir haben, wie ich gesagt habe, in der obersten Riege aber kaum Frauen, die Kultureinrichtungen leiten. Das heißt, dadurch, dass wir in einer Zeit, wo wir einen Konsens darüber hatten, dass wir eine interkulturelle Öffnung wollen, es nicht geschafft haben umzusetzen, jetzt aber in einer Zeit sind, wo es politisch umstritten ist, wir haben diesen Konsens nicht mehr, wir haben einen vermehrten Angriff von rechtspopulistischen Akteuren auf Kultureinrichtungen, die einen sozusagen Öffnungsprozess durchlebt haben, die eine solche Kulturpraxis umgesetzt haben. Das heißt, aus meiner heutigen Perspektive würde ich sagen, wir waren viel zu langsam und jetzt wird diese Umstrittenheit eher wieder zu Rückschlägen führen, ist mein Gefühl. Von daher, wenn Sie mich jetzt noch mal fragen würden, wie hätte ich es vor 4 Jahren beurteilen müssen, hätte man da wahrscheinlich stringenter sein müssen.
also mehr Vielfalt auf der ethnischen, aber auch Männer, Frauen, sag mal, mit Programmen und dergleichen vorantreiben, damit man nicht mit Umsetzungsplänen und nicht nur mit Willensbekundungen. Genau. Und dazu frage ich jetzt mal in der Oper, denn gerade wenn wir jetzt an kulturelle Rollen denken, es gibt bestimmte Rollen, die da sind Frauen, wenn wir jetzt bei dem Frauen-Männer-Thema mal kurz bleiben, sowieso normal, aber in bestimmten Rollen und gerade nicht, zum Beispiel Dirigenten. Ja, es gibt bestimmte Rollen oder Regisseure, es ist auch noch immer, hat sich sehr verbessert, aber sagen wir, gerade bei den Dirigenten ist es ja immer sehr auffällig. Was können Sie tun, was können Kultureinrichtungen tun, dass bestimmte Rollen nicht so eindeutig mehr männlich konnotiert und gelebt werden, sage ich mal? Also es geht da einfach um eine sehr, sehr große Offenheit. Also weil als Staatsoper, das wird ja oft so ein bisschen so als weihevoller Ort, der relativ geschlossen ist. Und das, ich tue mir da oft, oder versuche das immer wieder zu erklären, dass es auch kein Gefängnis ist, obwohl 6 Säulen davor sind, vor unserem Haus. Und mittlerweile muss man sagen, hat sich, um diese Frage zu beantworten, es hat sich da schon sehr viel getan. Also ein Opernhaus ist ja an sich mal sehr international. Wir haben viele Künstler, wir machen ja auch Programme wie Linden 21, wo wir auch viel von der freien Szene einbinden und so weiter. Und wir versuchen, das einfach so reich wie möglich zu halten. Was jetzt Frauen betrifft, gibt es natürlich bestimmte Teile bei uns, die sind da sehr weit. Also ich sag mal, beim Orchester gibt es Equal Pay. Wir haben gerade eine 27-jährige Koreanerin zu einer Konzertmeisterin gemacht und die ist einstimmig gewählt worden. Und da funktioniert es das wirklich, dass auch die Qualität einfach die entscheidende Rolle spielt. Und wenn man sieht, dass dann vielleicht auch mittlerweile mehr, gerade bei den Streichern ist das so, bei den Hochschulen mehr Abgänger sind, das setzt sich dort gnadenlos durch. Und ich muss sagen, ich mache mir da sozusagen auch in dem Bereich keine Sorgen mehr, wenn man von dort aus jetzt die Zukunftschancen sieht. Also ich habe 4 Töchter, also ich bin, glaube ich, unverdächtig, dass ich nicht alle Zukunftschancen für die Frauen möchte. Aber ich plädiere sehr dafür, sozusagen ein organisches Entwickeln zuzulassen. Man hat, ich war zum Beispiel in einem Wettbewerb für Dirigentinnen und für Dirigenten. Und bei diesem Wettbewerb, da waren halt immer von 80 Bewerbungen, waren 10% Frauen. Also die, die sich sozusagen dem wirklich gestellt haben. Wir haben dann am Ende immer 3 in dem Finale gehabt, so will. Eine davon war eine Frau. Und am Ende hat halt dann innerhalb von 5 Jahren eine Frau gewonnen. Das ist dann Mirga Graschenite, die auch eine große Karriere macht, die jetzt Chefin in Birmingham ist und so weiter. Und ich glaube, da ist es einfach nur wichtig, dass man sozusagen dieses organische Entwickeln zulässt. Und da muss man sich schon immer wieder überprüfen, haben wir das? Also wenn man uns bei der Leitungsebene sieht, der Ronny Ungans ist unser Geschäftsführer und ich, wir sind aus Diversitätsgründen wahrscheinlich ein Desaster, ja. Wir sind beides erst ein ostdeutscher weißer Mann, ich aus dem Westen, wir sind heterosexuell, kann ich sagen, wir haben Kinder, wir haben studiert. Das ist so, aber gleichzeitig haben wir dann in der weiteren Ebene, wenn man sich das anschaut, und da plädiere ich schon auch dafür, sozusagen die Zahlen sich auch wirklich anzugucken, ja, haben wir eine Kostümdirektorin, eine Orchesterdirektorin, wir machen jetzt jemanden zu einer Beleuchtungschefin, und so weiter. Also da, wenn man die Ebene dann weiter guckt, dann passiert da unglaublich viel. Und das ist halt wichtig, dass das auch deutlich wird, dass vielleicht auch eine gewisse Geduld bei der Sache bleibt und dass man die Zukunftschancen auch da im Blick behält. Wichtig sind dann so Sachen, die wir auch versuchen, dass man halt die Rahmenbedingungen dafür herstellt. Also zum Beispiel Frauen zu technischen Berufen wirklich zu animieren, da können wir als Kulturinstitution zum Teil nur begrenzt was liefern. Da brauchen wir sozusagen Sie als Unternehmen besonders dazu, da mitzuwirken, dass sich die Rahmenbedingungen ändern. Man muss sozusagen die Arbeitszeit vielleicht flexibilisieren. Man muss schauen, dass Kinder, die bei uns da sehr willkommen sind, dass Leute, die Eltern, die Kinder haben, auch Elternzeit nehmen können und solche Dinge. Das machen bei uns in der Technik mittlerweile relativ viele. Und ich glaube, wenn da so eine relativ große Offenheit dafür da ist, dann ist das auch in Ordnung. Und ein Gedanken, den ich schon auch nochmal zulassen möchte, ist, weil Sie sagen, auch wenn man sich die Zahlen anschaut, ich sage aus einer gewissen anderen Sicht, wenn man sich die Zahlen anschaut, gibt es auch immer wieder Dings zur Hoffnung. Also wir hatten gerade die Barocktage, da hatten wir aus über 40 Ländern Gäste sozusagen. Und wichtig ist halt auch, dass man auch kulturell dann am Ende Vielfalt zulässt. Also dass man, dass Institutionen, die was am besten können und am besten machen, dass sie am Publikum arbeiten, dass aber sozusagen nicht dass ein kulturell reiches Angebot übrig bleibt sozusagen. Und das ist ja auch eine Form der Diversität.
Aber jetzt habe ich vielleicht zu viel vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Aber kein Problem. Genau, ich möchte noch mal auf den Aspekt zurückkommen, den Sie erwähnt hatten, nämlich den Angriff, unter dem Sie das Gefühl haben, dass die Rechtspopulisten jetzt im Moment, sage ich mal, dazu beitragen, dass eben Kulturinstitutionen sich geradezu angegriffen fühlen und in ihrem Weg zur Diversität behindert werden. Empfinden Sie das so? Ist das bei Ihnen irgendwie angekommen? Uns hat man noch nicht so wahrgenommen. Das ist ganz gut. Sowohl die radikalen Rechten als auch die radikalen Islamisten. Für beide wären wir ein gefundenes Fressen, weil wir Kulturgeschichte machen. Kulturgeschichte heißt vor allen Dingen, wir reden über Verbindungen. Und das ist gerade vielleicht auch die Stärke, die wir als Kultureinrichtung mit reinbringen können in den Diskurs. Denn schaut man sich Kulturgeschichte an, dann ist Menschheitsgeschichte immer durch Netzwerke, durch Verbindungen entstanden. Also ich wandle jetzt mal den wunderbaren Satz unseres Innenministers um, dass nämlich Migration vor allen Dingen die Mutter von Kulturen ist. Ohne den Austausch, und zwar mit allen Trans, die man sich denken kann, translingual, transnational, transregional, transreligiös, transethnisch, wir können so noch ein paar Trans dranhängen, das wird jetzt ein bisschen komplizierter bei den nächsten Trans, aber alle diese Gesellschaften in ihrer vollen Komplexität haben dafür gesorgt, dass wir heute sind, wie wir sind. Und wir sind nicht als Kulturen vom Himmel gefallen und haben dann praktisch unsere klaren Grenzen, sondern eigentlich sind wir durch die Verbindung entstanden. Wir hoffen, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit etwas, was wir als Kulturhistoriker eigentlich immer präsent hatten, dieses Transregionale, was wir aber nie in dieser Klarheit in den politischen Diskurs reingebracht haben, zu sagen, wir sind nur wir, weil es die anderen gibt. Und in unserem wir und anderen natürlich im konstruierten Ich und der andere, denn Identitäten sind ja immer sehr stark zusammengebaut und sehr vielschichtig, also es ist immer sehr schwierig zu sagen, wer ist wer, aber in diesem öffentlichen Wahrnehmung, in der Kategorisierung in und von uns, unserer Wirklichkeit, gehen wir mit Kategorien um, die ja eigentlich überhaupt nicht dementsprechend, was unsere Wirklichkeit ist. Wir reden von ganz klaren die sind die und wir sind wir und das hat was zu tun mit der menschlichen Psyche. Man fängt ja schon morgens im Spiegel an zu sehen, ich bin ich, weil die anderen mich vielleicht nett oder nicht nett finden. Also die Definition ex negativo von Menschen ist ja das ganz Wichtige, das passiert immer. Muss man sich nur bewusst werden, weil diese Wir- und Ihr-Haltung einfach historisch nicht da war. Also wie immer wieder gab es Gruppen, die sich definierten. Aber ein Beispiel. Wenn wir auf unsere Musik stolz sind, auf unsere, und die Geige nehmen oder die Gitarre nehmen, dann haben auch alle die, selbst unser Essen hat ja, die ganze Kartoffel hat Migrationshintergrund, all diese Dinge sind gewachsen in Netzwerken. Es gäbe ohne die Rabab aus der islamisch geprägten Welt, gäbe es keine Geige, also Fiddle, Geige. Und natürlich auch wieder andersrum, Kalzum, die berühmte ägyptische Sängerin aus dem frühen 20. Jahrhundert, fängt immer mit einer Geige an. Also dieses Hin- und Herwandern, dieses ständig sich vernetzen und befruchten, das ist einfach menschlich. Das Klavier, die Gitarre, viele andere Musikinstrumente gäbe es nicht, ohne dass wir als wir anders bezeichnen. Und ich glaube, hier haben wir eine große Chance, im öffentlichen Diskurs mitzuarbeiten, auf einem Gebiet, was erstmal unpolitisch daherkommt. Denn wenn ich jetzt im Diskurs ankomme und sage, wir sind aber verknüpft, dann gehen sehr viele Menschen direkt in so eine Verteidigungshaltung und fühlen sich sehr oft angegriffen, was ja nicht das Ziel ist. Denn zusammenführen ist ja nicht, wir wollen ja ein bisschen mehr zusammenführen. Aber diese, Identitäten, die sind sehr oft ja auf Negativerfahrungen auch aufgebaut. Das heißt, sobald man daran kratzt, gibt es Verteidigung. Bei Kultur erstmal ist alles schön. Musik tut nicht weh, Museum tut überhaupt nicht weh. Da kann man erstmal hingehen, sich das miteinander austragen und hat sehr viel mehr gelernt nachher über sich und die anderen, nämlich dass das ohne einander nicht geht. Und wenn wir es schaffen, in der Kulturarbeit Menschen die Stärke zu geben, zu sagen, ich bin nur ich, weil es das andere auch gibt, was ich so als andere empfinde. Und das tut nicht weh, sondern ist Teil meines Selbst. Dann können wir hoffentlich ein bisschen Stärke geben gegen diese populistischen und auch vollkommen ahistorischen Kulturbilder. Also wissenschaftlich ist das vollkommener Quatsch, was die erzählen. Und wir können jetzt trotzdem versuchen, unsere Wirklichkeit damit zu gestalten. Wenn wir das nämlich schaffen, haben wir einen enormen Standortvorteil. Also für uns die Gesellschaft, für die Wirtschaft, für alles ist es viel besser, wenn wir die Kompetenzen, die unsere Gesellschaft hat, zusammenbringen und sie nutzen. Dankeschön.
Dankeschön. Also die Chancen der Kultur mit Ihren Geschichten, wie Sie die Geschichten erzählen, welche Geschichten Sie erzählen und wer sie erzählt und wem sie erzählt werden, in diesem Prozess quasi das Vielfältige zum Vorschein kommen zu lassen. Würden Sie dem zustimmen, weil Sie ja vorhin das politische Thema aufgebracht hatten? Sage ich mal, ist es geschickt, sage ich mal, auf so einer unpolitischen Ebene, als scheinbar unpolitischen Ebene, den Menschen sozusagen unterzujubeln, die Botschaften der Vielfalt? Nee, das ist ein konkretes Beispiel, was ich vorhin meinte mit gemeint sein. Also, und das ist auch kein Unterjubeln, sondern es ist Wissen zu schaffen, wo ganz viel historisches Wissen verloren gegangen ist. Nämlich, dass wir hier von einem europäischen Blick kommend von einer Region sprechen, die kulturhistorisch sowieso ganz viele Zusammenhänge miteinander hatte und unterschiedlichste Kulturen, unterschiedlichste Religionen. Das ist ein Beispiel, wie man es sichtbar machen kann. Das hat nichts mit Unterjubeln zu tun, sondern eher mit Wissen vermitteln zu tun, dass diese jetzt neu wieder intendierte Homogenisierung im Grunde außer in der Periode 33 bis 45 gar keine historische Realität hat, auf der sie fußt. Von daher würde ich das ganz und gar nicht als Unterjubeln bezeichnen, sondern eher bezeichnen, als dass wir uns wieder Orte brauchen, um uns unserer eigenen Erinnerungsgeschichte, Kulturgeschichte wieder bewusst zu werden. Und dann braucht es kluge Menschen, die Dinge miteinander verknüpfen können, um das wieder aufzudecken, diese Perlen, sage ich jetzt mal, wieder sichtbar zu machen. Und das ist ein gutes Beispiel. Und da bin ich aber wieder bei dem Thema, die Kollegen am Museum für Islamische Kunst, sie machen das einfach, sie reden aber nicht so viel darüber. Mhm. Sie zeigen mit den Programmen, die sie da hinstellen, dieses sozusagen, wovon wir gerade gesprochen haben. Und dadurch entsteht eine automatische Sogkraft, eine Öffnung. Das Programm ist ja jetzt nicht nur in Berlin, sondern ist gerade europaweit, wie ich hörte, auch sozusagen am Wachsen. Und ich glaube, das ist so eine Dynamik, die wir schaffen können, die in Unternehmen auch sozusagen, indem man einfach Fakten schafft, gut passieren können. Und ich glaube, da müssen wir uns auch so ein bisschen ehrlich machen bei der Frage, also Kultur ist komplett international. Kultur hält ja nicht an nationalen Grenzen, die sind ja eher für den Kulturbetrieb arbiträr zusammengesetzt, diese nationalen Grenzen, dass eine südkoreanische Spitzengeigerin auf diese Position kommt, ist überhaupt kein Rätsel, weil sie mit Sicherheit genau sozusagen diese Qualifikation mitbringt, dass sie genau an dieser Stelle ist. Aber worüber wir ja jetzt sprechen, ist die Durchlässigkeit. Schaffen wir auch Strukturen, die eine Durchlässigkeit schaffen, die nicht so für Menschen, die Qualifikation mitbringen würden, aber durch unsere Strukturen nicht durchkommen. Da müssen wir über sozioökonomische Faktoren sprechen, da müssen wir über Bildungshintergründe sprechen. Und ein Aspekt ist da der Migrationshintergrund, weil er viel mit diesen anderen Indikatoren korreliert. Aber ich glaube, da müssen wir uns so ein bisschen ehrlich machen. Wer ist auf welcher Position, weil wie das sozusagen durchlässig war oder nicht. Ja. Aber diese progressive Zusammenarbeit in der Hoch Form für Kunst sind ein bisschen einfacher als zum Beispiel in der Filmfernsehbranche, wo der DFB ist kleiner dann die andere Filmhochschule in Deutschland und mir als wie eine Workshop und mir Achsen-Sexigkeit mit der inneren Kunst. Und so ist es der internationalist Filmhochschule, es ist mehr international als deutsche Studenten in diesem Moment und auch mehr Frauen als Männer in der Schule. Gleichzeitig, dass in dem Moment, wo diesen Jahr, wir haben nehmen mehr Frauen als 6 Frauen und 3 Regisseur, 6 Regisseurin in diesem Jahr und im letzten Jahr in der Berlinale hatten wir 3 Langfilme, Spielfilme in der Selektion von der Berlinale mit Regisseurin, alles. So this is a good situation. It's international. It's women are being very active.
Und in die nächste Schritte kommt der Kunst der Redakteuren und the public funding and so on, which is also progressive. But the moment they leave the school, there's an idea called German Film and Television. And that is difficult for international people working in film in Berlin. So we have the Berlin Film Network, which is another 400 or 500 people, and most of half of them were not born here, but they're not known in the German film industry because they're just interesting Polish or Chinese people who live in Berlin and make films. Mm-hmm. And then they have to fit into this idea, there is a German film and television industry, mm-hmm. and that's a bit harder. Auch, genau, also auch eines der vielen, vielen Schwierigkeiten, vor denen wir da stehen, aber nichtsdestotrotz, also wir bleiben optimistisch, auch Sie, Herr Schulz, wir können optimistisch hoffentlich schließen, dass trotz der Angriffe, die sich manche ausgesetzt sehen, wir dennoch auch auf diesen Ebenen, Arbeitsplatz, Geschichten, die erzählt werden, sag mal, mehr Bewusstsein für Diversität und das dann auch mehr, sag mal, in die Praxis umsetzen werden. Wir aber in unserer Praxis sind jetzt am Ende unserer Zeit angekommen. Deswegen möchte ich das Kulturpanel mit großem Dank an die Panelisten auflösen. Gehen Sie ins Museum für islamische Kunst, besuchen Sie das Maxim-Gorki-Theater, gucken Sie sich Filme von Regisseurinnen an, die aus Ihrer Schule kommen, und gehen Sie in die Oper, selbstverständlich. Hören Sie sich auch den Jugendchor an bei allen Gelegenheiten. Wir danken Ihnen, und ich darf gleich, wenn wir alle die Bühne, sage ich mal, verlassen haben, die Bühne freimachen. Ganz herzlichen Dank.